Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Tech and Light zusammen mit meinen Schafen, meinen Kühen, Markus und Futur. Hallo. Dark ist auch noch dabei, wir dürfen nicht vergessen. Ja. Nein. Markus, ist noch angepisst oder so. Warte. Nein, aber was. Dark ist in Ordnung. Also ich habe jetzt hier Hollow Cover auf jeden Fall. Was ist Hollow Cover? Zum Block. Mossi. Sag, willst du uns vielleicht erzählen, was du gerade machst? Nichts, was interessant ist. Nichts, was... Ja, ich glaube, das geht eher was mit dem Teamwork an, denn... Okay. Die übliche Teamarbeit, ne? Und das klappt? Also, Drängesystem zuzuordnen, wer bei welchen Events mitgemacht hat, ist nicht sonderlich schwierig. Schaffst sogar du. Ich habe jetzt ein Event nicht mitgemacht, da bin ich jetzt ein bisschen... Ja, das ist ja unfassbar, Mensch. Oder du hast gleich schon zwei nicht mitgemacht. Oh. Komm nicht drauf. Ich bin enttäuscht von dir. Aber schade, sag, du siehst ja gar nicht, was wir eigentlich hier bauen. Aber mir ist auch gefallen, auf dem Teamspeak hört sich das viel lustiger an als auf den Videos. Ich wollte... live ist das witziger irgendwie. Das ist schön, wenn wir dich unterhalten können. Das ist crazy, Mann. Black, also, mach dir mal. This is crazy, man. Das ist geil, Alter. Das ist halt echt so eine alte antike Statue einfach, die irgendwo so im Nirgendwo steht, so ein bisschen. Warum, oh Mann, die langweilen mich, die Viecher, Mann. Wir können auch Eisen geht mal anschaffen, bauen. Mann. Die Tiere. Mal anschaffen. Die Tiere, oder was? Ja, die bösen Viecher. Achso, die bösen. NPCs. NPCs sind auch Dorfbewohner. Ja. Haben wir welche? Nein. Ey, hier in der Gegend nicht, denke ich mal. Aber irgendwo in Schuhe. Irgendwo vielleicht. Kannst du mal so umgehen? Gut. Ich habe mal jetzt mit den Tesserakten angeguckt. Das ist auch eigentlich sehr interessant. Alter, Sache. Markus. Ja. Ich glaube, das wird hier echt was Geiles. Alter, ich habe einen kleinen Maya-Tempel gebaut. Übelst. Ey, das müssen wir in groß bauen, Alter. Alter, das ist einfach so geil. Was du mit diesen Microblocks bauen kannst. Es ist irgendwie so so ein Puto, komm mal Abwehrgeschütz her. Oder so. Puto, komm mal her. Das sieht übelst geil aus. Ist es genehmigt, dass das Terminal hier stehen bleiben darf? Ja, ich komm gleich. Das ist genehmigt, Alter. Ich töte gerade noch ein paar Ender im Endes. Genehmigt und ich zähl doppelt, Puto zählt nur einmal. Ich zähl doppelt. Weil wir brauchen für die Tesserakte brauchen wir Enderperlen. Dann hol dir welche. Sag mal, was hast du denn gebaut? Dann komm her. Ah, nice. Das kannst du so lassen. Das gefällt mir auch so. Immer Übereinkunft, Alter. Was ist da los? Ein kleiner Maya-Tempel. Was sagst du jetzt zum Wasserfall? Höher oder lang das mal so? Dann halt auch die Seiten dann ein bisschen glätten. Meinst du mich oder? Ihr beide. Ist mir egal wer. Jetzt kann man da noch so dünnere Spitzen nochmal draufsetzen. Wenn. Oder ist das jetzt schon zu viel des Guten? Nein, so ist gut. So, das ist geil. Das ist gut. Das ist so. Ben, was ist mit dem Wasserfall? Hier, gucken. Nein, ich habe jetzt hier ein richtig geiles... Man kann das Terminal nicht anklicken. Man kann durch dieses Cover nicht durchklicken, Futur. Das ist blöd. Man muss halt die vordere wegmachen. Ja, und ich weiß auch, wie ich es dann mache mit Stripes. Was meinst du jetzt, Markus? Kann man so lassen? Ja, kann man so lassen. Nein, ich meine den Wasserfall. Ja, mancher. Ah, gut. Doch nicht so schlecht. Aber wenn ich mit Stripes baue, dann kann man es anklicken. Okay. Und ich lasse, ja. So, jetzt sieht's genauso aus wie alle anderen Seiten, nur dass ich es aus 4 Einzelteilen gebaut habe. Jetzt geht's. Jetzt kann man durchklicken, das ist wieder Minecraft-Logik. Das ist schon auf Java programmiert, was ist denn damit Logik? Ja eben. Auf den Standpunkt habe ich gerade zurückgegriffen mit Minecraft-Logik. Jetzt muss ich die ganzen Blöcke wieder zum Mossy Cobblestone zusammenbauen, weil es mir zu blöd ist, die jetzt alle da geschnitten ins System zu werfen, weil sie da zu viel Platz verbrauchen. Also
Also ich habe noch zwei Enderperlen gefarmt gerade, wenn wir es mal brauchen. Der Chunkloader oder sowas. Ja, theoretisch sind die Enderperlen jetzt ja dann, sobald wir die Mob farmen, da mal kurz anwerfen, kein Problem mehr. Also ich würde die nicht voll automatisieren. Alter, jetzt ist hier wieder so ein Baum reingespawnt, gerade wo ich Zäune setzen will. Die Frage ist, wollen wir das Tiergehege wirklich mit Zäunen bauen? Wie sonst? Naja. Klar. Wenn du bessere Idee hast, kannst du es ruhig einsetzen. Damage gegen Wood ist voll scheiße. Was? Damage ist bei Wood voll scheiße. Ja, dafür gibt's eine Chainsaw. Diamond Chainsaw. Nein, es gibt haben wir Electric zwei Stück? Chainsaw. Hä, nein, wir haben Handsaws, Digga. Ah, Chainsaw, ja, gut. Chainsaw ist eine Kettensäge, Handsaw ist eine Handsäge, kleiner Unterschied. Was eine Hand? Aber ich muss euch leider sagen, dass eure Treppen abgelehnt sind. Welche Treppen? Eine ja. Treppe. Ja, das ist doch egal. Das ist nur alles provisorisch, da wird doch alles umgebaut. Weil da geht die Tierfarm jetzt drüber. Das ist alles umgeplant werden noch. Muss wird. Okay, jetzt habe ich auf 19 erhöht, habe ich vorhin gesagt, ne? Ja. 2, 3, 4. Markus, wie hoch baust du das eigentlich 8, so? 9, 3, 4, mal gucken, so hoch 11, oder? Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht ja 3. 10. Vier. Ist das jetzt halt die Mitte? Ich glaube, das hier müsste jetzt die Mitte sein. Werden wir dann sehen. Oh, mein Schaf macht den Moonwalk. Hä, und jetzt ist es wieder hier drüben. Das Schaf macht den Moonwalk und teleportiert sich. Egal, dafür stirbt es. Soll ich mal so eine elektrische Dings bauen? Ich will das nach links Chainsaw. Noch ein bisschen machen. Der Blick von hier ist nicht schön genug. Warte mal, ich muss bei Markus seine Windmühle gehen. Hä? Die Windmühle sieht aber... Na, die Frage ist, Cobblestone unten? Ja, ja, eigentlich schon. Ich muss im Wasserfall ein bisschen mehr nach links ziehen, so. Aber Markus, du musst auch ein bisschen mit Microblocks arbeiten. Du hast ja gesehen, was man da geile Sachen machen kann, ne? Unser kleiner Maya-Tempel. Der ist echt geil. Ich muss dran denken, die Folge so zu nennen. So, jetzt hätte ich gerne mal eine Axt. Kann dir eine geben. Ja, ich kann mir auch einfach aus dem System, dann würden wir auch noch eine haben, hoffe ich. Hä? Nein, wir haben nur Pickaxe. Aber die heißt doch Axe, oder? Ja. Ja, muss ich mir schnell eine bauen. Not my problem. Aus Cobblestone. Wir haben ja genug Material. 37.000 Cobblestone. Ja. It's getting more and more. Ich baue Zäune ab. Super spannender Job. Ja, ich muss hier irgendwie diesen Wasserfall hier einigermaßen bekommen. So, ich gewähre den Tieren endlich ihren Freiraum, den sie verdient haben. Nur den Kühen, den gewähre ich denn nicht. Hält mir noch nicht ganz so. Weil ich habe schon eine Idee, was wir unter den Wasserfall reinbauen können. Ein geheimer Raum. Ja, so irgendwas. Ein Maya-Tempel. Ein Maya-Tempel. Dann müssen wir aber Mossy Cobblestone farmen, glaube ich. Achso, Quarry macht das schon. Du weißt, wie selten Mossy Cobblestone ist? Dass da was im Quarry-Gebiet drin ist, ist auch unwahrscheinlich. Ich habe neue Tiere gemacht. Zwei Schafe und zwei Kühe.
auch weg. Das wird hinten erweitert. Also unsere Kühe sollen automatisch gezüchtet und geschlachtet werden, oder? Ja. Und unsere Schafe sollen nur geschert werden. Genau. Sag ich mal, ich mach mal gleich noch ein Viertlöffel Schweine oder so. Und Chicken. Und Chicken, ja okay, dann. Oh nee. Aber Chicken können wir auch unten drunter. Ja gut, unten drunter geht nicht wegen der Stromversorgung. Ja nee, unten drunter läuft nicht. Dann wird's ja wieder schön eng. Aber Tiere mögen ja kuscheln. Ich bin jetzt auch noch was, aber das ist jetzt nicht jugendfrei. Deswegen war ich jetzt mein. Nein, mein aus, Kommentar. Aus, Eis, aus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, jetzt mein Kommentar spare, ouch. 3, 4, 1, 2. Ich zähl Blöcke, wenn du mir in die Faust reinhüpfst. Irgendwas stimmt nicht, das ist doch nicht in der Mitte, oder? 1, das hat einen Lappen. 3, 4, 1, 2, 3, doch, es ist in der Mitte. Aber die Mitte hat leider wieder keine Mitte. Nein. Ich hab echt das ganze Dirt schon weggebaut. Kann irgendjemand von euch mal Weizen ernten? Das fände ich nice. Ja, mache ich. Weil ich brauche das bei den Tieren jetzt ja dann öfter mal, damit ich mal so einen Grundbedarf aufbaue. Wisst ihr, zum Glück habe ich das eben angepflanzt. Das brauchte ewig zum Wachsen. Naja, das ist schon länger ausgewachsen, nur ich hatte keinen Bock es abzubauen. Da ist sogar noch mehr ausgewachsen. Aber du siehst ja, das ich pflanze nur gleich das nächste wieder an. So, die Schafe muss man dran denken, auch immer schön zu scheren, weil für unsere Mühle, wenn wir jetzt ja dann ja auch irgendwie Rotorblätter oder so brauchen. Genau. Aber da an deiner Stelle, Markus, würde ich auf jeden Fall mit Säge arbeiten, ne? Dass die dünn sind bei den Rotorblättern. Wir haben zwar schon 104 Wolle im System, aber man kann ja nie genug haben. Wenn da liegt das Zeug, was du brauchst. Wo? Ja, dann schmeiß in den Mülleimer. Ja, du brauchst jetzt eh, nimm's doch gerade einfach. Ich brauche eigentlich gerade nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geil, das hat auch keine Mitte. Okay, ich fühle mich richtig verarscht von dem Kack hier. Ich kann das einfach nicht schön bauen hier, weil es überhaupt keine coolen Mitten gibt. Ist dann immer ein Gehege größer wie das andere und so. Das ist doof. Mein Wasserfall hat sich gerade verselbstständigt, das ist auch doof. Nee, ich sehe es, sieht cool aus. Nein, gefällt mir nicht. Riesenflut. Naja, da müssen wir halt zwei dicke Zäune Mauern ziehen. Wasser, ja. Da ist auch noch ein Loch drin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich habe zur Zeit richtig Bock auf Minecraft. Das macht auch richtig Spaß, so zu bauen. Auch richtig Spaß macht irgendwie, wenn man so seine Projekte hat. Wie ich mein eigenes? Ich habe ja auch mein Projekt. Ich mache immer euren Dreck. Ja, einer muss sie halt von fest. Einer muss es ja machen. 4, 5, 6, 7, 8. Das ist schon wieder eine Zweiermitte, das kann doch nicht sein. Macht das was, wenn ich hier immer zwei dicke Zäune hinstelle? Sieht es dämlich aus? Gucken wir nachher mal drüber, sehen wir das. Oh nee, ich weiß, wie ich mach. Ich hab die Design-Idee, Digga. Es kommt. Was für Stairs sehen denn geil aus, so für Tiergehege? So von der Farbe her. Holz würde ich es nicht machen, oder? Tiergehege aus... Weiß. Nee. Apropos Eisen, das brauchen wir auch noch jede Menge mal. Ja, wir haben die Wahl zwischen Holz, Sandstein, Netherstein, Bricks oder Cobblestone. Oder Stone Bricks. Hallo? Hallo. Sandbricks. Was? Stonebricks. Sandstonebricks. Sandstone. Okay, da muss ich Sandstein farmen gegen dich.
Ah, nee. Haben wir nichts drin, haben wir nichts drin. Ja doch, wir haben ein bisschen was im Mülleimer, aber nicht viel. Frage ist, kann ich Sandstein auch brennen irgendwie aus Standard-Sand? Das wäre geil, weil Sand haben wir auch nur 100 im System. Ja, Sand haben wir nicht so arg viel. Wir müssen mal eine Quelle in die Wüste setzen. Aber Sand haben wir voll viel. 100 Block nur. Sand. Ja, 125. Ja, ich geh gleich fahren mal. Markus, kannst du mir den Laser mal geben? Der Mann will mal hart einen ablasern. Ich will ein bisschen farmen. Lass das Projekt mal kurz stehen. Hast du noch eine Chest hier irgendwo rumstehen, wo ich meinen Scheiß reinschmeißen kann? Nein, du kannst es in den Mülleimer werfen oder dir aus dem Mülleimer eine Chest rausnehmen und da das Zeug reinwerfen. Wie wär's damit? Da. Labpack? Hab ich noch Ding drin. Warte. Muss kommen. Bin schon in der Windmühle. Liegt da. Ja, ich komm sofort. Heb's mal auf, bis ich die Chest gefunden hab. Du hast noch 5 Minuten Zeit. Wir haben keine Chests mehr. Doch, wir müssen Chests im System haben. Nein, haben wir nicht. Dann bau dir eine Chest, die haben Wut im System. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Aber habe ich nicht vorhin hier eine Chest abgerissen? Ja, eben drum, deswegen habe ich dich ja gefragt, wo du die hin hast. Keine Ahnung, ich habe sie auch nicht im Inventar. Welche denn? Futur So, willst du das haben, oder was? Also, naja, Sandstone, ich weiß ja nicht. Oh, nichts verkehrt, nicht schlecht. Ja, aber wollen wir das vielleicht aus einem anderen Material bauen? Sandstone weiß ja nicht, hab das jetzt so. Ich geh mal Sand farmen. Geile Hilfe. Also du wolltest Sand, jetzt gehe ich das Sand farmen, ist es auch nicht recht. Nein, ich will wissen, ob Sandstone jetzt das richtige Material hierfür ist. Ja, ich find's schön. Markus? Komm mal Tier farmen. Aber warum können eigentlich kein... Warum hat Minecraft keine Techno-Musik so? Das finde ich jetzt richtig geil gerade so. Es ist Mongo, ey. Sollte Zaun sein, oder was? Ja, als Gehege quasi, das komplett außenrum zu bauen. Dann was man... gibt's denn noch zur Verfügung? Ja, ich such nach Stairs. In Deutsch bitte? Treppen. Treppe? Nein, Futur nicht pfeifen. Futur. Hör auf. Warum denn? Habt ihr das mit Ziegeltreppen mal probiert? Ups. Nein, habe ich nicht probiert. Dann probier's mal und dann wirst du es sehen. Aber dann muss wahrscheinlich einer von uns Dings farmen gehen. Entweder Sandding oder Ziegel. Ja, warte mal. Und wir haben 14 Bricks, daraus kriege ich 4 Blöcke, daraus kann ich nicht mal eine Treppe bauen. Was bauen wir jetzt? Clay. Clay, also das ist ja gar nicht schwer zu formen. Ja, sag ich ja. Irgendwas, was hier eben, zu viel haben? Ich bin für, wir bleiben bei Sand, oder? Das wird schon gehen. So schlecht sieht's eigentlich gar nicht aus. Baus mal hin, wenn nicht, reißen wir's wieder ab. Genau. Jo, wieder einfach gerade 2 Skelette und ein Zombie gespawnt sind da hinten, Alter. Ich hab nämlich nichts Besseres zu tun, als die Sachen immer mehrmals zu bauen. Eben. Muss ja einigermaßen ja auch was aussehen. Alter, der Laser ist so genial. Ja. Aber du machst jetzt keinen Riesenriss einfach mit in die Landschaft rein, schon an. Nee, ich mach da einen Berg weg, einen Sandberg. Okay. Oh, scheiße. Ich hab einen Berg abgeerntet. Ich bin jetzt gerade mal hier überlegen, wie ich das mit dem... mit der Ecke mache, weil ich würde am liebsten eigentlich einen Closestone-Block unter die Ecke setzen. Wir haben ja noch Smoothstone, ne? Warte. Jetzt habe ich kein Essen dabei, Idiot. Ja, das sehe ich auch. So. Ey, alles rausgemacht, dass ich mehr Stack... Oh, fuck, jetzt muss ich aber langsam mal weg hier. Tod von oben.
Irgendwie sieht es auch dämlich aus. Jetzt liegt natürlich meine Säge wieder da drinnen. Nein, das habe ich ins System reingeworfen. Also ihr habt nochmal eine riesen Marble-Ader gefunden, gerade so. Ja, Marble haben wir doch jetzt inzwischen über 100. Ah, der interessiert uns eigentlich nicht mehr. Ich sage nur, dass eine riesen Marble-Ader liegt. Also, was mich eher interessieren würde, wäre... Was ist dass das? Ich jetzt noch zwei Herzen habe, kein Essen mehr habe. Ah, wir können einen Sandstone aus ganz normal aus Sand herstellen. Wie viel brauchst du denn, Sven, jetzt ungefähr? Chiseled Sandstone, das sieht auch geil aus. Den muss ich dann oben hin platzieren auf die Ecken. Oh scheiße, ich soll jetzt echt mal was essen. Ich brauch genug. Also du kannst schon einiges holen. Das Essen langt nicht. So, dann müssen wir es doch aus Sand machen. Ich mach alles in der Mülleimer, ne? Ja. Reicht es mal ein bisschen? Ich habe mir jetzt einen Stack gegönnt, ja, das reicht erstmal. Können wir noch ein bisschen was holen? Nee, erstmal reicht das. Wenn ich jetzt mal die nächste Quarry wirklich mal zu einer Wüste oder so. Das Sand ist ja eine Oberfläche, das ist das Problem. Ja und? Ich hole mal noch. Fängt auch an der Oberfläche an. Ich hole noch mal ein Inventar voll. Kannst du machen. Oh, Markus, nicht schlecht. Oh, du hast auch Sandstone gefahren, dann hätte ich gar keinen Sandstone bauen müssen. Jolo. Er wird kein Hut mehr haben. Ein Holz, Alter. Warum? Weil er seinen Verbrauch. Ach so, scheiße, ja, natürlich, die Ding baut ja das. Markus, wenn du Richtung... Oakwood willst du haben, oder? Markus, wenn du in die Richtung hier gehst, also von deiner, wenn wir hier, guck mal her, wo ich gucke. Ich glaube, ich habe dich schon gesehen. Warte, wo bist denn du? Ja, da, ja. Wenn du ein paar Blöcke in diese Richtung gehst, ist ein Riesenwald. Nein, ich schon. Markus, doch. Ich habe dir hier eine automatische Farm. Die baut ja, jetzt Oakwood. Ja, aber das Holz, was hier abgebaut wird, das geht ja in der Macerator für Wapper. Die baut jetzt Oakwood. Die baut jetzt Oakwood. Na dann. Am zweiten auch verstanden? Futter? Hä? Beim zweiten Mal auch verstanden? Ja, ja. Gut. Wie viel Rubber haben wir aktuell im System? Keine Ahnung, jede Menge müssten wir jetzt im Moment haben. Ja, aber dann könnte ich dir mal komplett pausieren auf Rubber und nur noch Oak machen, oder? Ja. Ja, wir haben 888 Rubber Wood und 378 Rubber. Und dann haben wir wahrscheinlich auch noch Sticky Resin jede Menge. Ah ne, das wird ja direkt verarbeitet. Ja. Aber das reicht auf jeden Fall für eine Weile. Dann stelle ich das mal ab, dass die Rubber macht und dass die mal nur noch... Und ich habe schon wieder hart überzogen. Echt? Ja. Ja, wenn man einmal im Bauen ist. Ich bin 20 Minuten gerade ungefähr. Oder schon knapp drüber. Ja. Ja, passiert. YOLO. Damit, Leute, würde ich sagen, was ist auch mit der zweiten Folge von mir. Und natürlich kriegt ihr diese Woche auch noch eine dritte von mir. An der Stelle würde ich sagen, vielleicht kriegen wir in der dritten Woche hier dann doch mal irgendwas gebacken mit unserem kleinen Käfig hier. Und bis dann würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao.